Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Wir sind in Garafosa City angekommen und hier ist die Wasserarena, wo ich mir erhoffe, dass wir hier eine gute Chance haben auf den Arena-Orden. So. Oh, super schön. Gastronomie. Ein Entoron haben wir da. Ein Merrill. Ein kleines Merrill. Hey du. Möchtest du nicht mit uns reden? Okay, das Merrill möchte nicht. Was haben wir hier? Ein Aufzug. Okay. Boah, das ist eine Wasserwand. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwie die Pokémon fangen oder angreifen? Oder brauchen wir hierfür vielleicht eine Angel? Eine Wasserarena. Eine kleine zumindest. Da haben wir wieder ein Pokémon Center. Selfie mit Wüste. Wie so eine kleine Oase hier, oder? Hier ist direkt Wüste. Und hier fließt quasi ein Fluss durch. Ja, schon wirklich viel Wasser. Aber gut, wie soll es auch anders sein? Aber es sieht schon gigantisch aus. Überall mit den Wasserwänden. Oh, was haben wir hier? Wie kommen wir da hin? Können wir hier drüber springen? Mal hier drüber. Hier war das gerade. Haben wir nicht gerade hier einen Pokéball gesehen? Oder habe ich mich hier nur verguckt? Oh, wir steigen automatisch auf unser Reit-Pokémon. Das sieht doch aus wie die Wasserarena hier. Oh, sehr geil. Ich freue mich schon, wenn wir hier antreten können. So. Die Frage ist jetzt natürlich, was müssen wir hier als Aufgabe, als Arena-Aufgabe machen? So. Einmal wieder nach oben. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, wo hier wirklich die Arena ist. Und wir brauchen eigentlich noch ein paar Tränke, weil unsere Tränke sind sehr erschöpft. Was haben wir hier für einen Laden? Fotobeutel. Sehr gut. Hm. 17.000 haben wir. Oh, was gibt's hier? Überreste? Was sind denn Überreste? Es füllt im Kampf stetig KP auf. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Das kostet 20.000. Oh, das hätte ich gerne. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen sparen. Weil im Kampf die ganze Zeit nach jedem Angriff KP auffüllen, hört sich für mich ziemlich gut an. Okay, Normaljuwel. So, Pokébälle. Haben wir noch 32 Stück? Das sollte reichen. Andere Sachen. Okay, ich glaube, hier brauchen wir erstmal nichts weiter.
die ganzen Shops hier. Das sieht aus wieder wie ein Restaurant, oder? Scharfe Nudeln. Eikraft Level. Oh, hier gibt's Level 2. Maxikraft. Scharfe Nudeln. Kaufen wir jetzt mal eine Runde scharfe Nudeln. Yum, yum. Oh, die waren sehr scharf. Aber Hauptsache. Maxikraft Pflanze, sehr gut. Gesteigert. Oh, es geht noch höher. Was haben wir denn hier? Ist das ein Klamottengeschäft? Ach, Socken. Oh, hier gibt's mehr. Hier gibt's auch Schuhe, Handschuhe, Sportkappe. Oh, können wir hier unseren Hut austauschen? Grünes Muster. Feuerkroko. Eigentlich ist das die passende Kappe für uns, oder? Wir legen uns... Ich meine, die kostet 3000, aber... Damit passen wir perfekt zu unserem Pokémon. Direkt anziehen. So, was haben wir noch? Stiefel. 8000 Poké-Dollar. Also ich weiß nicht, irgendwie müssen wir auf jeden Fall zu mehr Geld kommen hier noch. Aber okay. Hey, wir haben eine neue Kappe. Super cool. So, ab geht's nach oben. So, was gibt's hier? Da ist die Arena, sehr schön. Da wollte ich hin. Mal schauen, was wir hier für eine Aufgabe meistern müssen. Mein lieber Scholli, ich bin schon viel zu spät dran. Oh. Moment, warten Sie, Senior Kombu. Ah, weg ist er. Da hat er doch das hier vergessen. Was hat er vergessen? Entschuldige, aber du bist doch sicher hier, um den Arenaleiter herauszufordern, oder? Natürlich wollen wir das. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben war der hiesige Arenaleiter Kombu. Der ist mir vielleicht einer. Gerade ist er los, um auf dem Markt einzukaufen und hat seine Geldbörse hier vergessen. Das wird ihm sicher noch Probleme bereiten. Wärst du so freundlich und würdest du seine Geldbörse... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du kennst ihn zwar nicht, wir könnten sie auch einstecken, aber wir wollen ja gegen ihn kämpfen. Wie nett von dir, vielen Dank. Dafür würde ich dir am liebsten gleich hier den Arena-Orden geben. Ich verlasse mich auf dich. Hm, wir haben seine Geldbörse. So. Auf dem Markt. Ach so, die Sonderzustellung ist die Arena-Prüfung. Was? Das ist nicht hier in der Stadt. Pfad der Legenden, Bodenherrscherorden. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, was haben wir hier? Weg der Gems. Dorthin müssen wir also, okay.
als Zielort festlegen. Wie laufen wir denn dann am besten? Okay, wir können tatsächlich durch die Wüste durch. Das wäre der schnellste Weg. Das heißt, wir müssen hier in die Wüste rein. Vielleicht mal hier den Zielort markieren. Außenrum macht keinen Sinn. Und dann fliegen wir mal hier zu dem Pokémon Center. So. Durch die Wüste. Na gut. Auf ein neues Abenteuer. Brutzelwüste. Eine Schlange. Okay, kein Problem für uns. Hey du! Wer bist du denn? Lass uns kämpfen. Seit 20 Jahren? Kann man in der Akademie sitzen bleiben? 20 Jahre sind ganz schön lange. Das sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, da haben wir gute Karten mit unserem Pflanzen-Pokémon. Sehr gut. Nummer 1 besiegt. 426 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Nein, kein Pokémon-Wechsel. Okay. Zum Glück haben wir Fußkick. Ja, das ging nochmal gut. So. 20 Jahre umsonst. Ach Quatsch. Das war nicht umsonst. Man gewinnt immer nur an Erfahrung. Top-Trank. Oh, wen haben wir hier? Du siehst ja auch besonders cool aus. Noctuska. Moment. Ich würde sagen, wir sind nochmal entkommen. Level 35. Wow, das sind wir noch lange nicht so gut. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gegen die... Vielleicht gegen den Kleinen hier. Aber Level 35 ist einfach viel zu stark. Level 21, das könnte gehen. Zauberblatt. Okay. Das ist sehr effektiv gegen uns. Okay, das könnte echt ein Problem werden. Wir nehmen mal einen Superball. Ich habe unser erster Superball, den wir einsetzen. Auf geht's. Sehr gut, gefangen. Oh, wir können hier gut leveln, glaube ich. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir die relativ leicht besiegen und mit denen wirklich leveln? Flug-Pokémon sind eigentlich schwer zu besiegen. 365. Ich überlege gerade, wir sollten eigentlich nochmal zurück zum Pokémon Center und uns heilen, ehe wir jetzt hier wieder einen Trank verschwenden. Oh, was liegt hier? Pudersand. So, hier sind wir wieder. Ja, bitte, einmal die Pokémon wieder fit machen.
Also die in der Wüste, die Pokémon sind schon echt super stark. Ich würde sagen, wir probieren erstmal einfach so durch die Wüste durchzukommen. Weil ich sag mal, es wird ja auch auf uns gewartet. Der Arenaleiter ist ja auf dem Markt und kann leider seine Sachen nicht bezahlen. Oh. Hey, was ist das? Warum? Wie viele Sachen hier einfach rumliegen? Ein Hyperball. Hier haben wir irgendwelche Ruinen. Oh, wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Du siehst ja auch witzig aus. Level 20. Okay, jetzt zieht uns nicht ganz so viel ab mit... Oh, Sandsturm. Das ist natürlich nicht cool. Vielleicht sollten wir es vorerst vermeiden, hier im Sandsturm zu kämpfen. Sehr gut. Forgita wurde gefangen. Ah, das ist halt echt ärgerlich, dass wir hier im Sandsturm Schaden nehmen. Neu registriert, die Nummer 279. Und was sehe ich hier? Was ist das denn? Gespenst! Samenbomben. Oh, Mist, besiegt. Gespenstmünzen. Hier liegen echt viele Sachen rum. Top-Ether. So eine Schlange hätte ich auch gern. Oh, was sehen meine Augen da? Ich glaube, das gönnen wir uns. Beutel. So, ich hoffe, dass uns 73 Leben reichen. Terra Raid. Das sieht aus wie ein Traumato da drinnen. Könnte das ein Traumato sein, der Schatten? Okay, wir werden es gleich sehen. Ich bin gespannt. Und los geht's. Ein Traumato. Boah, was hat das denn für ein Riesenteil auf dem Kopf? Okay. Samenbomben. Zeit läuft. Das sieht gut aus. Okay, Kopfnuss zieht uns fast nichts ab. Ja, da haben wir es doch schon besiegt. So, einmal fangen. Traumato wurde gefangen.
Ich frag mich, wann wir hier die schwereren Terra-Raids antreffen werden. Momentan sind ja wirklich noch alle sehr leicht. So, aber Hauptsache, wir haben wieder ein neues Pokémon. Sehr schön. Nummer 66. Oh, und was haben wir hier? So, da ist unsere Markierung. Und ich glaube, die müssen wir jetzt neu setzen. Weil wir müssen ja hierhin als Zielort festlegen. Was ist das? Puerto Manedo. Wir können hier runter, oder? Oh, ein Girafarig. Vorne und hinten ein Gesicht. Level 26. Okay. Samenbomben. Agilität. Sehr gut. Level 26. Okay, wir probieren einen Superball, weil wir können, glaube ich, bis jetzt nur Pokémon bis Level 25 gut fangen. Es könnte sein, dass wir hier ein Problem kriegen. Bekommen wir nicht? Sehr nice. Aber Level 26, das ist fast so stark wie wir. Ich glaube, das müssen wir fast mitnehmen. So. Das nehmen wir mal mit ins Team. Und ich glaube, Imantis tauschen wir aus. Die 192. Und da unten ist schon wieder ein... Oh, was haben wir hier? Ein Tauros? Warum ist das so schwach? Okay. Level 28. Zauberblatt. Das muss ich auf jeden Fall nochmal einsetzen. Die Masse. Aber solange es noch nicht wirklich angreift, ist das schon nicht so schlimm. Yeah, Volltreffer. Ich hoffe mal, vielleicht reicht ein normaler Pokéball. Okay, ein normaler Pokéball reicht auf keinen Fall. Und es fängt an, uns anzugreifen. Dann vielleicht ein Superball. Sehr gut, Superball reicht aus. Tauros gefangen. Wow, 894. Wie gut ist das denn? So, ich frage mich, warum das schwarz ist. Ah, Paldea-Form ist das. Deswegen ist das schwarz. Und irgendwas war hier doch gerade vorbeigesprungen. Ich könnte schwören, ich hätte hier wie so einen Hund oder irgendwas. Da oben, was ist das denn? Was? Ist das das kleine Schweinchen, was wir am Anfang gefangen haben, entwickelt? Was? Ein Ditto? Ein Ditto Level 28. Das war knapp, das war knapp. Oh, ich weiß gar nicht, wie selten ein Ditto hier ist. Wir haben das einfach angegriffen und... Das müssen wir unbedingt fangen. Ich glaube, ich nehme ja auch direkt wieder einen Superball. Wie cool. Ein Ditto, wir haben ein Ditto gefunden. Und wir haben es gefangen. Sehr nice.
Okay. Wow. Ditto. Schön. Ich freue mich. Okay. In die Box. Das Ditto brauchen wir nicht mitnehmen. Ich finde ein Ditto ja echt cool, aber ein Ditto braucht halt immer eine Attacke, um sich erstmal zu verwandeln, bevor es überhaupt irgendwelche Angriffsattacken machen kann. So. Was haben wir hier noch? Supertrank. Wer seid ihr denn? Ihr wollt alle beim Kämpfen zugucken? Das sieht aus wie so ein kleines Bambi. Seso Kids. 28. Oh, nicht sehr effektiv. Okay, auch nicht effektiv. Fußkick. Okay, uns macht das irgendwie... Oh, es greift öfter an. Dreimal. Dreimal getroffen. Superball. Schön. Seso Kids gefangen. Pokédex aktualisiert. Nummer 190. Das ist bestimmt auch noch eine Weiterentwicklung. Die 191 ist noch frei. Das könnte sein. Wie ist das eigentlich? Können wir die besiegen? Das zieht uns auf jeden Fall Leben ab. Okay. Oh, den haben wir doch gesucht. Mein lieber Scholli, das glaube ich einfach nicht. Egal wie sehr ich euch die Meerbrise auch zusetzt, ihr blüht einfach munter drauf los. Ja. Da fehlen mir glatt die Worte. Was für einzigartige Blütelein. Haha. So, jetzt aber nichts wie auf zum Markt. Warte mal, wir haben deine Geldbeutelbörse. So viele Tauros. Okay, aber wir müssen uns auf jeden Fall erstmal heilen. Na, wir können dir leider nicht helfen, weil unser Pokémon ist gerade sehr, sehr schwach. So. Ah, jetzt haben wir sogar einen Superball, weil wir es mit Superball gefangen haben. Das ist ja interessant. So, hier geht's runter. Oh, ein Slimer. Was macht ihr denn hier einfach auf der Wiese? Nicht sehr effektiv. Ausweichwert steigert. Da machen wir doch mal einen Fußkick. Das hat wohl wirklich was geholfen. Oh, Schlammbad. Nicht sehr effektiv. Okay. Samenbomben vielleicht. Das sieht gut aus. Oh nein, er will uns vergiften. Und 5 HP ist schon ganz schön viel für Gift. 3 Superbälle haben wir noch. Sehr gut, Slimer auch gefangen.
So. Oh, Funkensprung. Was können wir vergessen? Schaufler, Ruckzucki, Donnerschock. Machen wir Donnerstock weg. Funkensprung schiebt auf jeden Fall mehr ab. So, Slimer wird registriert. Sehr gut. Oh, wir müssen so viele Pokémon entwickeln. Puerto Marin. Was? Puerto Marin? Bayon und Schild? Ah, hier. Marinedo. Puerto Marinedo. So. Können wir hier abkürzen? Hier ist also der Markt und er sucht bestimmt schon seinen Geldbeutel. Mein lieber Scholli, sie ist weg. Er meint bestimmt seine Geldbörse. Meine Geldbörse ist weg. So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Ah, verdammt, was mache ich jetzt? Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Was gibt's? Falls du was von Chef Kombu willst, der ist gerade beschäftigt. Als sein bester Lehrling kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird, egal wer nach ihm fragt. Oder willst du etwa behaupten, dass dein Anliegen wichtig genug ist, um uns damit zu belästigen? Ja, auf jeden Fall. Aha. Etwas Kleingeld. Arena-Trainer. Und wir sind geschwächt. Das war nicht so gut. Wenn es... Und wir sind noch vergiftet. Okay, Samenbomben. Ich glaube, das werden wir... Nicht so gut, nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall einen Beleber einsetzen, aber zumindest sind wir da nicht mehr vergiftet. Okay, wen setzen wir ein? Vielleicht... Ja, Girafarik. Das dürfte einiges aushalten können erstmal. So, Beutel. Beleber. Wir müssen wirklich immer gucken, dass unsere Pokémon immer fit sind und dass wir sie immer wieder aufladen. Der Kampf hat mich echt ein bisschen überrascht gerade. So. Beutel. Supertrank setze ich auch gleich ein. Und dann dürfte die Sache schon wesentlich entspannter von sich gehen. Hui, ein HP. Vielleicht können wir noch eine Attacke machen. Glühstrahl. Okay, Girafarik besiegt, aber es hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Los geht's! So. Und jetzt gehen wir gleich aufs Ganze. Direkt erstmal die Terraform wechseln. Was sagst du hier dazu? So habe ich mir das vorgestellt. Oh,
Sehr gut, Level 31. Wir kämpfen natürlich weiter. Noch ein Wasser-Pokémon. Ihr lernt auch nichts dazu. Das wird wahrscheinlich auch ein One-Hit. Sehr gut. Arena-Trainer Marin wurde besiegt. Vergib mir, Chef. 3920. Wow. Das ist jede Menge, die wir da bekommen haben. Wie konnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch meinen Notgroschen los. Du hast uns gerade fast 4000 gegeben. Das war doch gar kein Notgroschen. Menschenskinder, was ist denn der Krach hier? Chef Kombu, dieses Kind hier, ein Kunde für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat? Was gibt es denn? Ja, ihre Geldbörse. Na sowas, ist das etwa meine Geldbörse? Was meinst du, jemand von dem Empfang der Arena hat dich gebeten, sie mir zu bringen? Ah, du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass dir mein Lehrling eben so an den Kragen gegangen ist. Weißt du, Puerto Marinedo ist berühmt für seine Auktionen und dieses Mal wird etwas versteigert, das ich unbedingt in den Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Nur zu, kommen Sie näher. Das hier ist unser letztes Angebot für heute. Ja? Unser heutiges Highlight ist das legendäre Seegras aus der Höhenregion. Na, wer bietet zuerst? Mein lieber Scholli! Ich brauche es nur anzusehen, um zu erkennen, dass dieses Seegras voller Nährstoffe steckt. Okay. Er will es unbedingt haben. Es strotzt nur so vor Frische. Und erst dieser aromatische Küstenduft. Daraus kann man bestimmt ein super Sandwich zubereiten. Okay, hey du! Wenn du dich an der Garafosa Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und dies ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und ersteigere diese Zutat für mich. Wie genau geht das denn? Bei einer Auktion liefert man sich quasi einen Wettkampf mit anderen Gästen, um ein Produkt zu erstehen. Wer sein Geld am besten im Blick hat und das höchste Gebot äußert, kann sich das Objekt der Begierde angeln, okay? Hier, mit diesem Geld solltest du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus. 50.000 Pocket-Dollar! Wir sind dann mal weg. Oh, wir müssen ersteigern. Arena-Prüfung. Ersteigere die Ware bei der Auktion. Okay. Oh, es fängt schon bei 10.000 an. Erstmal abwarten. Das ist fies. Das ist echt fies. Sollten wir jetzt... Wenn wir nochmal abwarten? Wir warten nochmal. So viel Geld. Okay, der eine ist raus. Dann machen wir 30. Oh fuck, er ist 40. Direkt 50 mit 50. Wenn wir 45.000 bieten und er 50 bietet, haben wir keine Chance mehr. Das heißt, wir bieten gleich die vollen 50. Wie bitte? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Yeah, verkauft! Der junge Herr ist der Meistbietende. 50.000 Pocket-Dollar hat er einfach so locker gemacht. Du bist ja ein Naturtalent. Du hast die Erwachsenen in die Pfanne gehauen. Vielen Dank, dass du das Seegras für mich ersteigert hast. Dürfte ich es wohl haben? Bitteschön. Was für ein Fang. Ich hätte mir wirklich nicht die... Oh, okay. Ja, es ist ja kein Problem. Wir haben das ja souverän geregelt.
wenn noch etwas Geld übrig ist. Wir hätten vielleicht wirklich bieten sollen. Wir haben die vollen 50.000 ausgegeben. Verdammt. Wir waren vielleicht doch nicht so gut beim Versteigern oder beim Ersteigern. Der alte Kombo wird sich richtig in die Riemen legen und einen Kampf vorbereiten, der sich gewachsen hat. Sehr gut, damit haben wir die Arena-Prüfung bestanden. Ersteigere die Ware bei der Auktion. Bestanden. Sehr nice. Ja. Dann kann ja unserem Arena-Kampf nichts mehr im Wege stehen. Allerdings werden wir den Arena-Kampf erst in der nächsten Folge betreten. Und ich bin schon super gespannt, ob wir es mit ihm aufnehmen können, was er für Pokémon einsetzt. Aber ich denke mal wirklich, da wir ja Typ Pflanze haben als Starter, werden wir mit Wasser-Pokémon keine Probleme kriegen. Aber das Level könnte uns vielleicht ein bisschen zu schaffen machen. Naja, wir sind weiterhin gespannt, ob wir es schaffen. Also macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.